und herzlich willkommen im Wald. Wir machen heute den Wildkatzenpfad hier hinter uns. Das entsprechende Schild dazu. Das ist eine prima Idee vom BUND, also vom Bund für Umwelt- und Naturschutz, die sich gedacht haben, die Wildkatze ist vor allen Dingen deswegen gefährdet, weil es ihr an Lebensraum fehlt aufgrund von Zerschneidung der einzelnen möglichen Wildkatzenhabitate. Wildkatzen haben recht große Streifgebiete und vor allen Dingen haben sie dadurch, dass sie nicht gesellig sind, so gar nicht, eben auch das Problem, dass sie Reviere brauchen, die ja schon einen Ticken auseinander liegen, und dann kommt halt eben zur, ja, das Problem zustande, dass sie sich zwischen ihren jeweiligen Revieren, die in recht kleinen Waldgebieten liegen, weil große Waldgebiete, die Wildkatzen geeignet sind, eher schwer herzustellen sind, da müssen sie irgendwie es schaffen, dazwischen wandern zu können. Insbesondere die Kuder, also die Wildkatzenkater, die heißen dann Kuder. Und damit die eben diese Strecke zurücklegen können, ist die Idee, dass man Korridore bauen möchte, ne, hier vom BUND die Idee, das heißt in deckungsarme Landschaften, wo eine Wildkatze nicht durchgeht, weil sie halt auf Deckung angewiesen ist, soll ein bisschen hier und da mal eine Deckungsinsel reingepflanzt werden. Soll heißen, wenn man ein Riesenfeld hat, dann sollen die Mitte von dem Feld oder mehrere Inselchen in das Feld, die halt eben Gestrüpp aufweisen und dann als mögliche Deckung für die Wildkatze dienen können. Das halte ich von dahingehend für eine wirklich gute Idee, weil solche Gestrüppe in der deckungslosen Landschaft nicht nur für die Wildkatze interessant sind, sondern auch für diejenigen, die die Wildkatze zum Fressen gern hat, wobei die richtige heimische Wildkatze, ne, frisst primär Mäuse, ganz, ganz, ganz überwiegend Mäuse, dass die sich mal einen Vogel holt, wenn sie drankommt, dann vielleicht, aber das ist doch wirklich eine seltene Ausnahme, ist ein hochspezialisierter Mäusejäger und dementsprechend müssen wir nicht davon ausgehen, dass da jetzt die Vogelpopulation furchtbar schwindet, wenn wir der Wildkatze ein bisschen einen Gefallen tun. Ja, also ein ganz, ganz tolles Tier, werden wir jetzt, glaube ich, im Verlaufe des Pfades noch ein bisschen näher kennenlernen. Ich möchte auch mal eine klassische spontane Waldbesichtigung machen. Soll heißen, ich kommentiere, was ich unterwegs so finde. Und die Wildkatze dient uns jetzt so ein bisschen als roter Faden und kleiner Aufhänger. Das ist so ein halb mal auf wilden, mal auf nicht so wilden Faden soll der Weg verlaufen. Also könnte ganz interessant sein, vielleicht für Kinder auch ganz interessant. Und das Ganze ist oberhalb von Bad Herrenalb. Eben fuhr hier ein Bus vorbei, man würde also auch ohne Auto hier hinkommen. Also nur für die Leute, die das interessiert, dann gehen wir mal los. Ja, hier ein wunderbares Exemplar von durchspechtetem Baum. Wir gucken uns ihn gleich noch ein bisschen näher an. Aber ganz typisch, das sind nicht Höhlen im Sinne von da will der Specht drin wohnen, sondern da vermutet er was Futterbares und klöppelt sich dann da eben rein, um an Essbares zu kommen. Und wenn er dann das Gefühl hat, oh, da könnte noch was drin sein, dann klöppelt er ein bisschen weiter und bohrt sich so immer weiter ins Holz und macht das eben auch an verschiedenen Stellen. Weil meistens ist es dann doch vielversprechender, nicht an derselben Stelle einfach immer weiter auszuhöhlen, sondern es nochmal woanders zu versuchen. Spechte haben da ein sehr feines Gespür dafür, wo denn am ehesten was Fressbares zu finden ist. Aber das ist so runde Löcher sind und davon so viele, das ist ein nicht ganz typisches Bild. Also oft sind es auch mehr so Halbhöhlen und nicht so tief hineingehende Öffnungen. Ja, gucken wir uns das nochmal ein bisschen näher an. Ich muss zu Specht aber auch noch ein wenig recherchieren. Ja, okay, haha, das ist natürlich jetzt klar der Fall. Der Baum ist schon innen ziemlich ausgehöhlt. Ich hoffe, das kann man hier jetzt einigermaßen erahnen. Ja, ich warte, ich leuchte mal rein, wenn ich meine Lampe finde, griffbereit habe. Ja, da. Jetzt kann man schön sehen. Also der ist komplett hohl. Das heißt, wenn der Specht sich hier reingekloppt hat, dann kann er da einfach rein und innen sich holen, was er lustig ist. Gleiches Prinzip hier auch bis zum Hohlraum durchgespechtet und auch da oben. Also, ja, beziehungsweise da ist er nicht mehr ganz hohl, der Baum.
Das ist dann aber hier, das lohnt sich natürlich. Ja. Kann auch sein, dass das dann auch durchaus auch trotzdem schon als Bewohnung genutzt worden ist von diversen Tieren. Weil wenn es so schön hohl ist und der Specht extra noch ein Loch gemacht hat, da unten gleiches Phänomen natürlich, dann bietet sich das schon an für Tiere, die jetzt nicht eine so hochgelegene Wohnung brauchen. Aber das weiß man immer nicht so genau. Typisch ist jedenfalls als Spechtspur auch hier sowas da, das also so einen großflächigen Abtrag von Holz macht und sich da dann halt eben, während er da arbeitet, alles rausholt, was für ihn irgendwie relevant ist. Ja, schönes Exemplar von Spechtbaum. Beziehungsweise Spechtstumpf eigentlich eher. Interessant. Hier haben wir es mit einer Fichte zu tun, die gerade noch so die Kurve gekriegt hat, sozusagen. Ja, wir schauen mal noch ein Stückchen hoch und stellen fest, ja, das ist ganz typisch. Also diese Wuchsform, wenn ein Baum in jungen Jahren, da war die halt noch deutlich dünner als heute, aber auch nicht viel dünner, weil sie muss ja schon auch noch eine gewisse Gelänge gehabt haben. Aber wenn ein Baum in jungen Jahren umgeknickt wird und der überlebt das, Wurzel steckt also noch im Boden, wie wir hier sehen können, ist das der Fall. Und der Stamm ist auch nicht gänzlich abgebrochen. Ist hier auch nicht passiert, dass das abgebrochen gewesen wäre und jetzt hat sich ein neuer Ast entsprechend gebildet, der dann das Höhenwachstum übernommen hat, sondern schon der Haupttrieb ist der Haupttrieb geblieben und muss dann aber halt, wie das für Bäume üblich ist, wieder nach oben. Ja, und wenn man eine Kurve wachsen möchte als Baum, dann funktioniert das, indem man im Inneren der Kurve, also hier auf dieser Seite, verkürzte Holzfasern baut. Ja, also deutlich kürzere Holzfasern, stärkere, die einen gewissen Zug auslösen. Und auf der Außenseite der Kurve, hier, da baut man besonders lange Holzfasern, eher schwache, weniger, damit eben eine Kurve überhaupt zustande kommt. Kurvenwachsen ist also für Holzpflanzen enorm aufwendig und dauert auch eine ganze Weile. Man kann nicht einfach eine enge Kurve oder einen Knick oder gar einen 90 Grad Winkel, das ist eigentlich nahezu unmöglich, sowas hinzukriegen. Drum dauert es einfach, bis die Kurve geschafft ist, weil nur eine leichte Biegung überhaupt möglich ist mit dem Holz und man möchte dann gerne bitte wieder mit der Terminalknospe direkt senkrecht nach oben. Also das kann man hier auch schön sehen, das Bestreben von Holzpflanzen generell und von allen Pflanzen möglichst senkrecht nach oben zu wachsen. Also ist die senkrechte Wuchsform, Wuchsrichtung wieder erreicht, ist alles in Ordnung, das kann normal weitergemacht werden und es kann wieder normales Holz gebildet werden. Tja, leider ist die Fichte fast schon schade. Da hätte man nachhelfen können. Wenn ihr jetzt schon so ein Erlebnis fahrt, hätte man da echt nachhelfen können und die ein bisschen freistellen, weil die ist quasi tot. Die ist jetzt von den anderen Bäumen im Kronenraum so stark eingewachsen, dass sie nicht mehr genug Licht bekommt. Dominieren tut natürlich hier der Dicke etwas weiter links von unserem Exemplar und sorgt dafür, dass die kleine Fichte hier sicherlich in den nächsten Jahren, spätestens in den nächsten Jahren, wenn sie nicht ohnehin schon quasi tot ist, absterben wird. Ja, schade dann. Aber gut, man kann sie ja als toten Baum dann auch noch ein bisschen stehen lassen. Dann hat man noch ein paar Jährchen was von diesem Bild. So, da sind wir schon bei der ersten Station nach eben dem Start, die hier ein paar Infos zur Wildkatze anbietet. Ganz cool finde ich hier diese Drehteile, da kann man dann den Pfotenabdruck von verschiedenen Tieren im Vergleich zur Wildkatze sehen, damit man, wenn man Spuren findet, auch weiß, dass die Wildkatze ist. Ja, worauf hier hingewiesen wird, ist, dass vor etwa 100 Jahren die letzte Wildkatze im Schwarzwald offiziell ausgerottet worden ist, also geschossen worden. Ja, möglicherweise wird hier auch vermutet, könnte es noch versteckte Wildkatzen gegeben haben, von deren Existenz wir nur nichts wissen. Die Wildkatze ist eine Tierart, die sich hervorragend verstecken kann. Sie ist sehr schwer zu beobachten. Nachweise sind, wenn sie da sind
Und wenn man weiß, was man tut, zwar recht einfach zu erbringen, dazu komme ich dann später noch, wenn ich dran denke, aber ja, sie kann sich schon sehr gut verstecken, drum weiß keiner so genau, ob sie nicht vielleicht doch eventuell noch im Schwarzwald auch anzutreffen ist. Wo wir sie hingegen haben, und das steht hier nicht auf dem Schild, ich kann nicht einfach nur vorlesen, was auf dem Schild steht, ist die Rheinaue. Also Baden-Württembergs größter Wildkatzenbestand befindet sich in den sehr naturnahen Auwäldern entlang des Rheins, wo man schon seit längerem forstlich nicht viel macht, wo aufgrund der Wassersituation, wenn da mal wieder was überflutet ist und ansonsten der Boden recht matschig ist und aufgrund des großen Nährstoffeintrags, wie es in Auwäldern so üblich ist, reichlich Bodenvegetation aus der üppigen Bodenvegetation wächst, da kann sich die Wildkatze natürlich hervorragend verstecken und ein Naturschutzgebiet ist neben dem anderen. Abseits der Wege ist da kaum jemand unterwegs. Es ist auch einfach mühsam und macht keinen Spaß. Ich spreche aus Erfahrung, wenn man sich da durchs Dickicht hacken möchte. Oder schleichen oder brechen oder was auch immer. Und selbst wenn das jemand tut, dann merkt die Wildkatze schon super früh und kann entsprechend in Deckung gehen und wird dann auch nicht gestört. Ja. Unterscheidung von Wild- und Hauskatze ist hier nochmal das Schild. Grundsätzlich kann man das letztendlich nur über zwei sichere Beweise unterscheiden. Beweis Nummer 1, ein bisschen unappetitlich, die Darmlänge. Dafür braucht man natürlich ein totes Tier, damit man den Darm vermessen kann. Und Beweis Nummer 2, Genetik. Letzteres braucht kein totes Tier. Deshalb ist Genetik und in Anbetracht dessen, dass man das heute auch wirklich einfach und ohne großen Aufwand recht problemlos in jedem gut ausgestatteten genetisch Gentechniklabor problemlos hinbekommt. Ja, das ist wirklich nicht schwierig. Das könnte sogar ich, habe ich mal gelernt. Also wenn man mir Referenzdaten zur Verfügung stellt und alles Material da ist, dann ist das Verfahren wirklich nicht mehr schwierig. Ja, zu diesem Waldbild vielleicht noch ein paar Takte. Es handelt sich um einen Tannenmischwald. Viel Tanne, alles Tanne. Bisschen was anderes drin. Laubbäume sind ein bisschen knapp. Da hinten lief gerade ein Bach. Anlang des Baches konnte man hier und da mal noch eine alte Buche finden. Hier und da ganz vereinzelt noch ein Ahorn. Aber es ist schon primär hier ein Nadelwald, aber eben die Schwarzwälder Besonderheit, nicht ein Fichten-Nadelwald, sondern ein Tannen-Nadelwald. Ich meine, wir haben im Schwarzwald auch genug Fichte, so ist es nicht. Aber wir haben eben auch die Tanne und die stellt eine enorme Bereicherung dar, weil auch was der Laie auf den ersten Blick gar nicht sieht, so ein Nadelwald, Nadelreinbestand in Anführungszeichen, ist eben hier bei uns im Schwarzwald ganz oft überhaupt kein Reinbestand, sondern auch ein Mischwald von mindestens zwei Baumarten, nämlich Tanne und Fichte. Und das hat auch schon massiveste Vorteile. Zusätzlich stehen hier jetzt noch ein paar Kiefern oben drüber als Überhälter. Wir gucken gleich noch nach oben, wenn ich die Kamera wieder in die Hand nehme. Und Überhälter bedeutet, die sind einfach so hoch, dass sie viel höher sind als der restliche Bestand. Drum kriegt die Kiefer auch genug Licht, weil normalerweise wäre eine Kiefer unter Tannen chancenlos. Keine Option. Ja? Deshalb, wenn die jetzt Samen runterwirft, und das wird sie tun, chancenlos, die wird sich auf keinen Fall verjüngen. Das ist also eine, sie lebt ihr Leben, Verjüngung nahezu ausgeschlossen und wenn sie dann alt genug ist, wird sie irgendwann mal wegkommen, Kiefer. Beliebte Art, noch zusätzliche Biodiversität in den Wald reinzubringen, eine beliebte Art, noch zusätzlich ein bisschen extra Geld zu verdienen und eine Kiefer, die oben drüber steht, tut in so einem Tannenwald auch wirklich überhaupt nicht weh, hat keinerlei negative Auswirkungen auf irgendwas, kann man also machen. Das heißt, wir haben hier drei Nadelbaumarten in diesem Nadelwald. Das ist schon also ordentlich, ja? Auch wenn es ein Nadelwald ist. Man muss auch ein bisschen davon abkommen zu denken, Nadelwald, ich sage das ja auch hin und wieder mal, oder beziehungsweise man könnte es manchmal reininterpretieren. So direkt sagen tue ich das schon seit Jahren nicht mehr, aber manchmal hat man das Gefühl, Nadelwald wäre so Wald zweiter Klasse, Laubwald muss es sein. Wenn es ein artenreicher Nadelwald ist wie dieser hier, dann ist das schon in Ordnung. Und da ist auch ein bisschen Struktur drin, da ist auch ein bisschen was am Boden, da stehen auch teilweise ein paar junge Bäumchen rum. Das ist schon ganz in Ordnung so. Es ist eine alte Plantage, das ist es, aber die entwickelt sich jetzt nach und nach weiter bzw. zurück.
zu einem deutlich natürlicheren Wald. Wir sind hier also gerade in der Übergangsphase. Das gilt für den gesamten Bestand, den wir jetzt bisher gesehen haben auf diesem Weg. Wer hier also auch mal langläuft, kann das auch beobachten. So, und jetzt wollte ich noch kurz sagen, der große Vorteil dadurch, dass das hier nicht nur eine Nadelbaumart ist, besteht einfach darin, dass wenn ein Schädling wie der Borkenkäfer kommt, der ja nur auf Fichte spezialisiert ist, also der Fichtenborkenkäfer wohlgemerkt, der Buchdrucker, dann findet er zwischendurch auch immer wieder Tannen. Ja? Und Tannen können zwar bei extrem hohen Buchdruckerzahlen auch mal von ihm befallen werden, aber normalerweise können die mit einer Tanne nicht viel anfangen. Und dadurch ist die Chance, dass der Buchdrucker, sobald er losfliegt, eine Fichte findet, nicht mehr 100%, sondern bei 50% Tannenanteil nur noch 50%. Ja, und dann kommen noch ein paar Kiefern dazu, dann ist die Chance nur noch bei 30%. Irgendwie so ganz, ganz grob. Ne? Und ohne dass ich jetzt irgendwelche Bäume gezählt hätte und es genau abgeschätzt habe, wie die Prozentualverteilung hier eigentlich ist. Schön, ja, gefällt mir. Der Weg ist auch toll, der schlängelt sich hier so richtig schön durch. Wartet mal, aber ich habe gesagt, wir gucken noch mal kurz einmal an der Kiefer hoch. Da können wir sehen, Moment, jetzt sehen wir es, dass die von der Krone her wirklich oberhalb der Tannen ist. Also man sieht gar nicht, wo der Stamm aufhört, wo die Krone anfängt. Die ist also deutlich höher als in der Umgebung. Und dann zum Thema, der Weg schlängelt sich hier schön durch. Das kann man, denke ich, hier jetzt einigermaßen erkennen. Und dann noch einmal kurz ein Blick nach da unten. Ich sehe gerade nichts, weil das Display andersrum ist. So, jetzt. Ja. Also schon ganz angenehm, doch. Ich wollte noch ergänzen. Jetzt hatten wir eben schon gesagt, Wildkatze erkennt man nur sicher an einem DNA-Nachweis oder die Darmlänge. Und zweitens hatten wir gesagt, Wildkatze ist, wenn man weiß, wie man sie nachweist, recht simpel zu erkennen, beziehungsweise dass sie vorhanden ist, lässt sich recht simpel feststellen wissenschaftlich. Beides wollte ich noch ein bisschen weiter ausführen. Erstens, nicht sichere Nachweise zum Erkennen einer Wildkatze, wenn man tatsächlich eine zu sehen bekommt, ist vor allen Dingen der Schwanz und im Winter auch das Fell. Wildkatzen haben ausgeprägte Winterfellbildung, das heißt, es ist dann nochmal deutlich dichter, sie wirkt einfach etwas stämmiger, etwas grimmiger auch vom Gesamteindruck, natürlich trotzdem ein sehr schönes Tier, aber ein Hauch grimmiger aufgrund eben ihrer etwas beeindruckenderen Statur, als es bei einer Hauskatze der Fall ist. So durchschnittlich sind Wildkatzen ein bisschen größer, also wenn man es mit einer sehr großen Katze zu tun hat, könnte eine sein. Problem, Kater variieren, also Hauskatzenkater variieren in ihrer Größe halt auch sehr stark. Da gibt es ja auch so Riesenviecher, die dann eben entsprechend locker eine durchschnittliche Wildkatze in den Schatten stellen von der Größe her. Aber tendenziell, dass die Buschigkeit des Fells, auch die aufgestellten Haare, wenn man mal eine sieht, dann wird sie meistens mit aufgestellten Haaren zu sehen sein, weil sie sich gerade etwas unwohl fühlt und jemanden beeindrucken möchte, der da potenziell ein Feind sein könnte. Und aber der Schwanz ist somit das beste Bestimmungsmerkmal. Der hat, wenn er dann wirklich ein klassischer Wildkatzenschwanz ist, eigentlich fast immer drei schwarze Streifen, also so Krängel, flupp, 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 und eine platte Spitze. Ja, also der läuft nicht spitz zu, sondern der ist hinten erstaunlich platt. Und das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig als Charakteristikum. Außerdem ist der Schwanz sehr markant, generell sehr dick und schön zu erkennen. Ja. Wildkatzen haben auch immer einen schwarzen Aalstrich, soll heißen, auf dem Rücken entlang der Wirbelsäule verläuft ein schwarzer Strich, den haben sie auch nahezu immer. Und sie sind grundsätzlich getigert. Also das Tigermuster, wie wir von der Hauskatze kennen, getigertes Modell, haben auch Wildkatzen. Die Farbe kann allerdings durchaus dann wieder ein wenig variieren. Deswegen eine sichere Bestimmung ist tatsächlich rein über die Optik, rein wenn man die Katze sieht, nicht möglich. So, und wie weist man nach, ob jetzt in diesem Wald zum Beispiel eine Wildkatze unterwegs ist, was wahrscheinlich nicht der Fall ist, aber trotzdem schön, dass es hier diesen Pfad gibt.
Man stellt einen Stock hin, so eine einfache Latte aus dem Baumarkt, raut die ein bisschen auf, dass da so schon ein paar Spreisel abstehen, also so ein paar dünne Holzfasern abstehen, hackt einfach mal ein bisschen drauf rum mit einem großen Messer, mit einer Machete, mit einer Axt, was auch immer. Und den stellt man da hin und sprüht ihn dann mit Baldrian ein. Baldrian-Spray. Katzen, sowohl wild als auch raus, stehen total auf Baldrian. Wenn irgendwo in der Nähe Katzen sind, dann werden sie dieses Ding wahrscheinlich bemerken. Also man muss sie schon in gewissem Abstand und auch mehrere davon aufstellen. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man stellt eine Fotofalle auf oder eine Videofalle und kann dann die Katzen dabei filmen, während die sich an diesem Stock reiben. Toll! Oder man kommt hinterher nochmal und nimmt Fellproben von dem Stock. Weil beim Reiben hinterlassen sie natürlich einzelne Härchen. An den Härchen klebt eine Haarwurzel. Eine Haarwurzel enthält DNA. Und damit kann man dann einen DNA-Nachweis, ob es sich hier jetzt um eine Wildkatze oder um eine Hauskatze handelt, wunderbar erbringen. Also selbst wenn man eine Fotofalle aufstellt, braucht man trotzdem auch noch den DNA-Nachweis, damit man sicher sein kann, dass es auch wirklich eine Wildkatze ist, weil es halt optisch eben nicht 100% sicher zu bestimmen ist. So, das hier ist ein alternativer Spechtbaum. Der ist schon länger tot. Die Rinde löst sich langsam ab, wie wir sehen können, wenn wir mal weiter hoch gucken. Einen Moment, wir gucken kurz weiter hoch. Zack, da können wir es sehen. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen nach hinten gehe, dann sehen wir auch, ja, da oben ist dann auch gänzlich Schluss mit Berindung. So, aber worum es uns jetzt primär gehen soll, sind hier diese interessanten Löcher. Und das ist also die, ich sag jetzt mal, klassische Bespechtung. Der Specht kommt an, merkt, okay, hier ist jetzt unter der Rinde offensichtlich irgendwo ein Schädling, kloppt da entsprechend ein paar Rindenschuppen ab. Also ihr könnt jeweils sehen, um das Loch drumherum ist verdächtig glatte Rinde, die sich auch farblich immer so ein bisschen abhebt, so ein bisschen heller ist. Also nicht dieses graue äußere Material. Das ist ja die verwitterte äußere Rinde, die eben Wind und Wetter ausgesetzt ist und nimmt dann diese gräuliche Farbe ein. Da hocken dann meistens auch noch irgendwelche Flechten drauf, wenn es die Luftfeuchtigkeit zulässt, dass sich eben da welche eintreffen können. Und das genau ist hier auch der Fall. Also da sind die Flechten auf der Rinde durchaus vorhanden. So, und um die Löcher drumherum ist die Rinde so rötlich-rosa-mäßig. Das liegt daran, dass der Specht als erstes Mal, wenn er ankommt, mit ein paar Schnabelhieben diese Rindenschuppen hier entfernt, bis zur inneren Rinde quasi alles freilegt, damit er dann ordentlich gucken kann, wo genau sitzt der Käfer. Und dann macht er ein kleines Loch. Ja? Also dann haut er mit einmal quasi diese vergleichsweise kleinen Löcher. Darunter sitzt dann tatsächlich der Käfer und den snackt er dann auch entsprechend weg. Ja? Möglicherweise findet er auch gleich zwei Käfer, weil sich da ein Pärchen gebildet hat oder sonst wie. Dann ist die Familie im Magen des Spechts auch wieder vereint. So, Specht macht einen Schritt, den Baum hoch und macht da noch mal das gleiche. Also erstmal zack, 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 Rindenschuppe weg, dann Löchlein machen. Aha, da sitzt der Käfer und schnappt ihn sich. Also grundsätzlich ist der Specht der größte Feind aller Borkenkäfer, also aller. Nicht nur den Fichtenborkenkäfer, der hier unter anderem sicherlich auch beteiligt gewesen sein wird an diesem Schauspiel, sondern eben von allen Borkenkäfern. Die schmecken ihm nahezu durchgehend und deswegen hat er ja auch seine berühmte Spechttechnik, mit dem Schnabel alles kaputt kloppen zu können, entwickelt, damit er eben an solche Borkenkäfer auch rankommt. Also da ist er der spezialisierte Prädator für diese Viecher. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn der Specht der große Feind des Borkenkäfers ist, sind dann mehr Spechte für den Wald nicht toll? Helfen die nicht den Bäumen, um den Käfer wieder loszuwerden? Naja, begrenzt, weil wenn hinterher der Baum so aussieht wie hier, dann ist ihm auch nicht wirklich geholfen. Auch wenn der Specht da den einen oder anderen Käfer rausgeholt hat. Außerdem, diese Bespechtung, die ist schon wieder erst dann erfolgt, als es für den Baum schon zu spät gewesen ist. Ein Teil wird der Specht wahrscheinlich vorher auch schon geholt haben, aber in jedem Fall können wir festhalten, dass ein solches Schauspiel hier, ein solcher Baum, der jetzt offensichtlich auch tot ist, der birgt dann immer wieder neues Leben für einfach andere Arten im Todeskampf oder im Zersetzen
Zersetzungsprozess. Kommt der Specht und findet was zu essen. Später finden diverse Pilze dann was zu essen. Wenn der umkippt, jede Menge Kleinstlebewesen, die dann für die Holzzersetzung zuständig sind. Und ja, da geht dann noch richtig was. Ja? Also im Tod geht es weiter. Da passiert noch so etliches. So, Moment, ich muss hier kurz Wackelkamera machen, damit ich dann wieder gescheit stehe. So, und auch sehr, sehr spannend sind jetzt diese kleinen Dingerchen hier. Moment. Jetzt steht die Kamera gut. Das da. Wir zoomen mal so weit, wie wir zoomen können. Weiter kommen wir nicht. Diese rosa Substanz hier. Und wenn wir da noch ein bisschen höher gehen, oder hier, da können wir ganz schön erkennen, dass es sich bei dieser rosa Substanz um etwas handelt, das in die Spechtlöcher reingeht. Also das sitzt nicht irgendwo außen glatt auf der Rinde, sondern das sitzt immer um die Spechtlöcher drumherum und wächst dann immer weiter. Und in diesem Fall wächst es hier quasi aus der Schlucht heraus, die sich da gebildet hat, nachdem der Specht da war, aber eben auch ausgehend von den Spechtlöchern. So, das ist eine Flechte. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Flechte ist, aber offensichtlich, rein durch Beobachtung, können wir hier feststellen, dass es sich um eine spezialisierte Flechte handelt, die offenbar am Spechtloch selbst oder vielleicht auch im Spechtloch hervorragende Wuchsbedingungen für sich selbst findet. Ja? Was genau da jetzt so toll ist, möglich wäre zum Beispiel, dass da noch ein Restharz zu finden ist. Andererseits, als die Spechtlöcher gemacht wurden, dürfte der Baum so gut wie kein Harz mehr gehabt haben. Vielleicht sind auch einfach noch zusätzliche Nährstoffe durch die Arbeit des Spechtes, durch das Aufbrechen der Rinde verfügbar, mit der Pilz, der eben die eine Komponente einer Flechte bildet, was anfangen kann. Vielleicht ist aber auch einfach nur durch diese kleine Struktur in der Rinde, dieses Löchlein, da mit einer erhöhten Feuchtigkeit zu rechnen, dass da einfach der Regen auch ein bisschen länger hängen bleibt, wenn er zum Beispiel den Stamm runterfließt und in dem Loch sich ein klein wenig sammelt und da einfach etwas länger sitzt, was den großen Vorteil für diese Flechte eben ausmacht, um in diesen Löchern besonders gut wachsen zu können. Aber das sind jetzt nur so Spekulationen und ich wollte euch einfach mal darauf hinweisen, dass wenn man ein bisschen guckt, dann kann man im Wald wirklich die erstaunlichsten Phänomene beobachten und ganz, ganz, ganz spannende Sachen entdecken. Zum ersten Moment habe ich gedacht, das wären noch Harzreste, die da irgendwie ausgetreten sind und sich seltsam verfärbt haben. Aber nee, das sind ganz eindeutig Flechten. Also wenn man noch näher rangeht, wir gehen noch kurz noch mal ganz nah ran, dann sieht man das auch. Und wenn man sie anfasst, dann spürt man das auch, dass es sich dabei um Pilzgeflecht handelt. Ne? Seht ihr? Also wenn ich hier jetzt kratz kratz mache, das fühlt sich so leicht weich an. Das ist also was Pilzliches. Ist ganz interessant, dass der Pilz da, also die Flechte hier erstmal innen das Loch ausgewachsen hat und sich jetzt nach außen immer weiter ausbreitet. So farbenfrohe Sachen, das ist tatsächlich eben meistens eine Flechte. Ja, das ist auf jeden Fall eine Flechte, weil ein Pilz, der wächst auch nicht so flächig, wie wir das hier sehen können, sondern der wächst in kleinen weißen Fäden, also sehr dünnen weißen Fäden. Und diese flächige Wachstum sich so als eine Ebene ausbreiten, das ist was, was eher die Flechten machen. Also eine Flechte ist auch ein Pilz, aber halt eben ein Pilz, der sich photosynthetisch aktive Zellen als Sklaven hält, also ein Pilz, der eine Alge in sich trägt. Und darum ist es, anders als bei anderen Pilzen, für eine Flechte durchaus interessant, eine gewisse Fläche aufzuweisen, flächig zu wachsen, einfach damit die gehaltenen Algen dann auch Photosynthese machen können. Dafür brauchen sie eine möglichst große Fläche, um möglichst viel Licht abzubekommen. Ja. Das ist also auch einer so der wesentlichen Unterschiede. Also ja, ganz spannend. Ich müsste was nachlesen dazu, wenn ich noch mehr dazu sagen wollen würde, aber jetzt erstmal als Beobachtung sicherlich ganz cool. Dann ist der Punkt gekommen, wo ich hier an dieser Stelle erstmal einen kleinen Break mache, beziehungsweise euch schon mal Tschüss sage, weil die einzelnen Adventskalenderteile, das ist ja der erste, da müssen wir uns jetzt noch alle dran gewöhnen, sind im
geplant zumindest circa 30, 35 Minuten. Das hatte ich ja auch schon in der Erklärung dazu entsprechend gesagt, aber nur, dass ihr das nochmal realisiert. Das heißt, ich sage hier jetzt Tschüss und die andere Hälfte, die gibt es dann mal gucken wann. Ne? Aber auf jeden Fall gibt es die auch irgendwie demnächst in diesem Adventskalender. Und das ist dann häufiger so, also so direkt zusammenhängende Zweiteiler kommen recht schnell aufeinander. Andere Sachen konnte ein bisschen weiter auseinander sein. Das ist halt wie in einem richtigen Adventskalender auch. Man weiß immer nicht, was drin ist, wenn man das Türchen aufmacht. Also, dann tschüss, bis morgen und was morgen gibt, mal gucken.